Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Wort zu Ihnen, Herr Tittmann. Die Beschäftigten können Sie sicherlich nicht für Ihre abstruse Dogmatik missbrauchen. Und weiter erspare ich mir jedes Wort zu Ihrer Rede. Gestern haben sich 7.000 Beschäftigte von Karstadt in Berlin vor dem Wirtschaftsministerium versammelt. 7.000 Menschen, die für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert haben und unserer Kenntnis nach auch Kolleginnen und Kollegen aus Bremen, weil die Beschäftigten wissen, dass sich bis zum 12. Juni entscheidet, ob sie überhaupt für den Juni noch Geld bekommen oder nicht. Und an dieser Stelle brauchen wir keine Lippenbekenntnisse von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU und FDP, sondern wir müssen hier schon etwas konkreter werden. Denn am 12. Juni läuft beim Mutterkonzern Arcandor, der ehemaligen Karstadt Quelle AG, ein Kredit über 650 Millionen Euro aus, den die Gläubigerbanken nicht ohne zusätzliche Sicherheiten verlängern wollen. Und ohne diese Verlängerung des Kredites geht Arcandor in die Insolvenz. Das ist die eine Seite. Aber was das für die Beschäftigten bedeutet, das wissen wir alle nur allzu gut. Die meisten von ihnen werden dann nämlich ihren Arbeitsplatz verlieren und in die Arbeitslosigkeit gehen. Und wir sind der Auffassung, dass diese Arbeitsplätze nicht vernichtet werden dürfen. Arcandor hat beim Bund die Übernahme einer Bürgschaft durch den sogenannten Wirtschaftsfonds Deutschland beantragt, der mit dem zweiten Konjunkturprogramm eingerichtet wurde und 115 Milliarden Euro für Bürgschaften und Kredite zur Verfügung stellen kann. Wir wollen, dass der Senat sich auf Bundesebene dafür einsetzt, dass Arcandor diese Bürgschaft erhält. Und das sind wir als Bremer Politikerinnen und Politiker den Beschäftigten bei Karstadt schuldig. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Lies, ich will nicht verhehlen, dass auch wir einige Bauchschmerzen bei dieser Entscheidung haben. Denn zunächst einmal zeigt ja die Krise bei Karstadt, dass das Finanzmarktstabilisierungsgesetz nicht funktioniert. Obwohl die Bundesregierung hier 470 Milliarden Euro für die Sanierung der Banken zur Verfügung gestellt hat, ist, wie erwartet, das Ziel nicht erreicht worden, die Kreditvergabe an Unternehmen wieder anzukurbeln. Das Beispiel Karstadt zeigt, dass Gläubigerbanken ihre Risiken vollständig an den Staat abgeben wollen. Als Linke wollen wir keinen Wirtschaftsfonds Deutschland, sondern wir wollen viel lieber einen Zukunftsinvestitionsfonds, der staatliche Hilfen an Staatsbeteiligung oder Belegschaftsbeteiligung bindet. Aber all das hilft den Beschäftigten bei Karstadt hier und heute nicht. Herr Möllenstedt und Herr Schröers, die Beschäftigten können nichts dafür, dass es kein Gesetz gibt, das private Gläubigerbanken zur Kreditvergabe an Unternehmen zwingt. Sie können nichts dafür, dass wir keine Vermögensteuer haben, und Sie können auch nichts dafür, dass die Bundesregierung sich nicht traut, den Weg von Staatsbeteiligungen oder Sperrminoritäten zu gehen. Deshalb sind wir dafür, dass die Bundesregierung den Weg für die Bürgschaft freimacht, und wir würden uns freuen, wenn wir diesen Appell heute hier gemeinsam, und zwar mit Ihnen gemeinsam, auch beschließen könnten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.